Hallo und willkommen an alle, die zusehen. Mein Name ist Anna. Ich zeige im heutigen Vlog nicht nur so Familienalltag mit unseren vier Kindern, sondern vor allem gibt es eine richtige Portion Haushaltsmotivation heute dazu, denn ich arbeite eine To-Do-Liste ab. Das ist ja nicht immer so die geliebteste Tätigkeit. Wenn euch also etwas Ähnliches bevorsteht, dann schaut weiter zu und vielleicht nehmt ihr euch eine Portion Motivation mit. Wir haben einen ganz normalen Wochentag hier gestartet. Ich habe die Kinder fertig für Schule und Kindergarten und Krippe gemacht. Sie haben gefrühstückt, wollten noch eine Frisur, die Mädchen. Dann haben wir Brotdosen gepackt. Ich habe noch eine Wäsche voll gemacht. Mit der hatte ich dann später was vor mit der Bettumrandung. Die brauchte ich sauber. Die Kinder sind abgeliefert, ich bin wieder zu Hause. Ich wollte euch nochmal persönlich begrüßen. Auch heute habe ich was vor. Und zwar möchte ich meine To-Do-Liste abarbeiten. Das ist wieder fällig. Da sind wieder, haben sich ein paar Sachen angesammelt, die ich vor mir hergeschoben habe schon ein paar Wochen. Und heute ist dann mein To-Do-Listentag, wo ich probiere, das zu erledigen und den Rest dann in den nächsten paar Tagen. Aber vor allem heute, also man sieht, es sieht ja, wie immer ein bisschen unaufgeräumt und wild aus. Das werde ich dann kurz noch machen. Aber wirklich nur das Notwendigste vom Haushalt. Ich möchte das wirklich beschränken, damit ich noch ein bisschen Zeit habe. Denn ich muss diese Woche auch noch einkaufen, also einen Wocheneinkauf erledigen. Und ich habe einen Arzttermin und das Auto muss in die Werkstatt. Und ich habe noch einen Homeoffice-Tag auch noch. Also das heißt, es ist nicht so viel Zeit. Ich habe schon was mitgebracht jetzt aus dem Garten, als ich wiedergekommen bin. Und zwar die restlichen guten Äpfel, also die halbwegs noch schön sind und auch nicht zu klein und so weiter. Die möchte ich noch endlich dann verarbeiten. Dann haben wir das auch geschafft für diesen Herbst. Da möchte ich Apfelkompott machen und ich möchte diesmal auch probieren, Äpfel zu trocknen, weil unsere Kinder das sehr gerne essen. Weil ich muss auch noch ein paar Fliesen fugen, die jetzt in die Jahre gekommen sind, in der Dusche erneuern und unsere Matratze nass saugen. Das wollte ich auch schon die längste Zeit und bin irgendwie immer wieder nicht dazu gekommen. Oben werde ich noch die Insektengitter abnehmen von den Fenstern, denn fliegen nicht mehr so viele Insekten. Man hat auch nicht ständig die Türen auf, sondern nur kurz zum Lüften oder die Fenster. Quinns Bettumrandung wollte ich neu machen, also ein bisschen reparieren bzw. irgendwie ein anderes Befestigungssystem finden, weil das immer wieder reißt. Ja, und dann auch noch Kiras Geburtstag planen. Sie hat nämlich schon bald Geburtstag und wir müssen mit ihr die Einladungen gestalten und verteilen, damit es nicht zu spät wird. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Mal sehen, was ich heute schaffe und den Rest der Woche auch. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich wünsche viel Spaß beim Zusehen, wenn es euch gefällt. Ich freue mich immer über Kommentare, über ein Like. Wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst mir sehr gerne ein Abo da. Wir starten los. Ich hoffe, wir sind produktiv. Angefangen habe ich mit einem ganz kurzen Hausputz, wirklich nur den Geschirrspüler, ein bisschen die Oberflächen und so weiter, also was eigentlich täglich anfällt. Zur To-Do-Liste wollte ich auch noch sagen. Also im To-Do-Listen schreiben bin ich wirklich Weltmeister. Das liegt zum einen daran, dass ich mir die Sachen nicht merken kann. Das heißt, wenn irgendwas zu erledigen ist, dann kommt es bei mir ins Handy und so entstehen ja von allein lauter solche Listen mit Tätigkeiten, die noch zu erledigen sind. Früher, da war es noch schlimmer, da habe ich irgendwie alles und jedes da drauf geschrieben. Da habe ich mir gedacht, die Spüle müsste mal wieder ordentlich geputzt werden in der Küche und da die Küchenfronten sind auch ein bisschen schmutzig und habe dann gewartet, bis dann wirklich irgendwie Zeit war für einen großen Küchenputz. In der Zwischenzeit versuche ich alle Tätigkeiten, die wirklich nur 10 Minuten oder weniger in Anspruch nehmen, gleich zu erledigen. Das ist dann oft weniger Arbeit, als das dann da einzutragen und zu verfolgen, wann man das dann endlich dann umsetzt und erledigt. Und so fallen also große, zum Beispiel Küchenputze, dann nicht mehr so oft an. Da mache ich einmal die Spüle, das nächste Mal die Küchenfronten und so bleibt alles halbwegs sauber. Was ich übrigens auch ein paar Tage neu bestellt habe, ist ein Wäschekorb an diese Stelle, also unsere hier. Der war zwar sehr platzsparend und praktisch, aber der ist leider kaputt. Also der Deckel geht ab und hier unten, da ist er auch schon, ja, er reißt überall auf. Das ist nicht seine Schuld. Die Kinder spielen eben mit ihm und sind nicht zimperlich mit ihm umgegangen. Und ich habe jetzt einen bestellt, der so eine Bank ist, wo man sich auch draufsetzen kann. Das ist sowieso auch praktisch, wenn die Kinder baden, dass ich dann eine Sitzgelegenheit habe. Und ich habe den so bestellt, dass dann Quinn auch draufklettern kann und sich dann die Hände waschen, weil das wird ja irgendwie auch immer interessanter für ihn. Er will immer mehr selbst machen und er ist jetzt schon ein Dreiviertel, kann man sagen, fast. Bisher hatten wir immer da einen Stuhl dann stehen, also den haben wir jetzt weggeräumt, weil alle Kinder jetzt schon
hinkommen zum Waschbecken und Quinn, dass er mich gebraucht hat, aber eben wie gesagt, und das wird jetzt vielleicht eine hübschere Lösung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt nicht wieder der blöde Stuhl herkommt. Ja, so die grundsätzliche Ordnung ist wieder hergestellt. Also ich habe einmal kurz überall sauber gemacht und ja, um den Rest kümmert sich dann der Wischroboter und ich werde dann starten mit der Apfelverarbeitung. Also noch zur To-Do-Liste. Das ist ja meistens dann aber etwas, also für die wirklich etwas länger dauernden Tätigkeiten, die kommen bei mir auf diese To-Do-Liste und das sind meistens Dinge, die nicht sofort erledigt werden müssen, die nicht ganz so dringend sind und deswegen finde ich auch selten in meinem trubeligen Alltag wirklich Zeit dafür, mal eins dafür anzugehen. Die Zeit wird einfach so geschluckt von den ganzen alltäglichen Dingen, die man immer zu tun hat sowieso. Und deswegen habe ich jetzt einen To-Do-Listentag eingeführt. Also wenn sich wirklich schon zu viel angesammelt hat, dann widme ich einen Vormittag nur dem. Und alles andere bleibt ein bisschen liegen. Also die alltäglichen Tätigkeiten, die laufen nicht weg. Dann mache ich die eben einen Tag später. Und das funktioniert ganz gut. Und dann hat man da wirklich irgendwie ein Erfolgserlebnis, wenn man wieder die ganze Liste abgearbeitet hat und hat nicht mehr so irgendwie im Hinterkopf Dinge zu erledigen, die einen ständig irgendwie beschäftigen. Diesmal, was ich gemacht habe, ist Apfelkompott und auch getrocknete Äpfel. Leider habe ich kein Kerngehäuseentferner, deswegen war das ein bisschen friemelig, da das Kerngehäuse zu entfernen. Aber die schöneren Äpfel habe ich dann trotzdem verarbeitet zu diesen getrockneten Äpfeln. Die kommen dann in den Ofen für ungefähr 4 Stunden bei niedriger Temperatur und werden dann schön trocken und wirklich lecker, auch wenn sie nicht so ganz knusprig sind wie die gekauften. Also wir haben sie ratzefatz weggegessen. Und das andere, was wir auch sehr, sehr gerne essen, ist Kompott. Sondern mal als Nachspeise oder auch zu Süßspeisen dazu. Und da habe ich die restlichen Äpfel dazu verarbeitet. Eine Portion haben wir dann gleich gegessen, später am Abend. Und auch die Äpfel haben wir uns nicht so lange durchgehalten. Die kamen dann in die Brotdose mit, die nächsten Tage und Wochen. Und somit war ich dann damit fertig. Ja, und jetzt habe ich es hier im Keller reingepackt. Da habe ich eine Schublade mit den ganzen Marmeladen und anderen Einmachgläsern, die ich so gemacht habe im Herbst. Ein bisschen was ist auch oben im Schrank und alles, was sich da nicht ausgegangen ist, ist hier drinnen und ein bisschen was haben wir auch schon gegessen. Also sehr viel Apfelmus. Nächstes Jahr muss ich unbedingt die Deckel beschriften, damit ich weiß, was es ist, ohne es hochzuheben. Und dann eben ein paar Früchte noch aus dem Garten, die wir hatten. Brombeeren, Johannisbeeren sind es vor allem und ein bisschen Kirsche. Sehr viel ist es nicht, die Menge ist überschaubar. Ich habe immer nur zwischendurch mal ein Glas gemacht und keine richtig lange Einkochsession oder so. Aber trotzdem, es ist schön, wenn man die Sachen, die Früchte der Natur nutzt, die man im Garten hat und das nicht einfach verfällt. Einen kleinen Rest Äpfel habe ich noch übrig gelassen, denn wir hatten relativ viele Karotten, die dann auch schon wieder weg mussten. Und was ich total gerne mache und trinke und die Kinder auch gerne trinken, das ist Apfel-Karottensaft und der ist ja nicht nur lecker, sondern auch wirklich gesund. So kann man relativ einfach eine Portion Obstgemüse frisch konsumieren. Das habe ich dann noch gemacht. Ich habe da einen sehr praktischen Entsafter, der auch sehr leicht zu reinigen ist. Ja, was ich heute auch noch machen wollte, was mich schon länger stört, ist Quinns Bettumrandung. Da ist das Problem, dass die Schnüre, mit denen sie befestigt ist, immer wieder abreißen, wenn er sich im Bett dreht und wendet und ja, dann hängt sie so runter. Und ja, sie habe ich schon etliche Male wieder angenäht. Sie ganz fest anzunähen ist nämlich auch keine Lösung, weil sonst reißt das trotzdem und zwar am Stoff. Die habe ich heute schon in die Wäsche gegeben, im Trockner war sie auch schon. Jetzt möchte ich sie wieder befestigen, aber anders. Also mal sehen, ob es funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und zwar möchte ich das mit doppelseitigem Klebeband machen. Und meine Idee war, also wir haben so Klettbänder, die auf der einen Seite kleben. Also das heißt, man muss sie nicht dann annähen an den Stoff, sondern man klebt sie drauf. Dann kann man es dran kletten und so wollte ich das an das Holz dran kletten und an die Gitterstäbe. Das wäre dann eben hübscher als die mit den Schnüren und auch vielleicht einfacher sozusagen, dachte ich, wenn es mal wieder abgeht, das wieder drauf zu kletten. Dann habe ich das eben schnell probiert. Es sah auf jeden Fall dann sehr hübsch aus. Also sieht viel ordentlicher aus. Ich glaube auch, es ist, wenn es jetzt mal wieder runterfällt, sehr viel einfacher zu reparieren. Einfach wieder drauf kletten und wenn sich das System bewährt, dann werde ich diese ganzen Schnüre einfach abschneiden in ein paar Tagen.
Ich wollte noch ein Update geben, was das Bett betrifft, nach ein paar Tagen Verwendung. Es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Quinn hat diese Klettverschlüsse entdeckt und die dann angefangen zum Spaß auf und zu machen. Einmal habe ich ihn ganz eingerollt in die Bettumrandung gefunden am Morgen. Und es ist aber trotzdem nicht ganz umsonst, weil also hier zum Beispiel, da hält es jetzt besser und steht halt eben nicht so weg von den Rändern. Da kann man zum Beispiel an diesen Rändern ja gar nicht festmachen, weil ja, hier gibt es keine Gitterstäbe. Und ich habe jetzt zusätzlich zu diesen normalen Schnüren, die ich ja doch wieder angenäht und befestigt habe, alle, habe ich dann die Klettverschlüsse auch gelassen an ein paar Stellen und jetzt hält es eben noch besser. Jetzt kehren wir wieder an den Vormittag zurück, wo wir gestartet haben. Und ich habe eben, wie gesagt, nur noch diese Insektengitter entfernt schnell aus dem Obergeschoss. Das lässt, finde ich, noch mehr Licht rein, jetzt in der dunklen Jahreszeit, wenn sie nicht drauf sind. Und dann war aber auch schon wieder Zeit, das Mittagessen zu machen und die Kinder abzuholen aus Kindergarten und Schule. Wir machen oft an den Tagen, wo mein Mann nicht zu Hause ist, also wo er dann nicht zu Hause arbeitet, ein Haché-Hörnchen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie woanders eine andere Bezeichnung ist, aber es sind eben Hörnchennudeln mit ein bisschen Hackfleisch. Das wird mit Zwiebeln zusammen angebraten und dann aufgegossen mit Brühe oder eben Wasser mit ein bisschen Suppenwürfel. Die Nudeln kommen dann auch dazu und das Ganze wird ein bisschen gegart, bis das Wasser ein bisschen verkocht ist. Ja, die Flüssigkeit, die übrig bleibt, ist ein bisschen sämig und es ist ja, sehr lecker. Alle außer mein Mann essen das sehr gerne und deswegen gibt es das dann bei uns. Ja, die Kinder haben jetzt abgeliefert beim Schwimmen. Also der Nachmittag ist so schnell verflogen. Wir haben gegessen, Quinn hat geschlafen, die Kinder haben Hausaufgaben gemacht und dann kaum waren sie fertig eigentlich, gerade erst angefangen zu spielen und dann mussten wir auch schon wieder los und hier nutzen, solange das Wetter noch so warm und schön ist und heute ist es wirklich besonders schön, die Zeit und werden noch auf einen Spielplatz schauen mit Quinn zusammen und dann holen wir sie wieder ab und heute mache ich wahrscheinlich nur noch eine Sache von meiner To-Do-Liste, nämlich die Winterreifen, mal unsere ganz alten, die weg müssen, ins Auto geben, die kommen dann morgen weg. Ja, das habe ich dann tatsächlich noch erledigt, damit ich das am nächsten Morgen nicht mehr machen musste. Die hatte ich eine Saison schon als kleine Beetumrandung, sozusagen nicht mehr als Reifen in Verwendung. Ja, und während wir jetzt noch gewartet haben, dass das Abendessen fertig wird im Ofen, haben Kira und ich uns jetzt nochmal unterhalten zum Thema von ihrem Geburtstag, der ja schon fast in 2 Wochen ist. Und wir haben uns für ein Thema entschieden, und zwar Halloween. Weil das ja zeitlich passt und thematisch gefällt sie auch. Sie hat sich sogar schon entschieden, wen sie einladen möchte. Das ist das Wichtigste, also damit muss man mal anfangen, dass wir rechtzeitig die Einladungskarten verteilen. Und damit werden wir dann heute auch gleich schon anfangen zum Basteln. Und Kira, unsere zweite Tochter, die wird eben bald 7 Jahre alt. Wir starten sozusagen mit der Partyplanung. Quinn war auch fleißig mit der Schere und die ersten Einladungen sind dann schon an dem Abend entstanden. Ja, das war's dann schon mit dem ersten Tag von meiner To-Do-Liste. Ja, also es ist schon ein neuer Tag heute, es ist Samstag, so schnell vergeht die Zeit und es ist bisher noch nichts weitergegangen mit meinen To-Do-Listen-Tätigkeiten. Heute möchte ich noch ein bisschen was erledigen, was ich heute schaffe und dann werde ich dieses Kapitel der To-Do-Liste dann schließen für längere Zeit. Es ist auf jeden Fall im Obergeschoss, wäre wieder mal Zeit, ein bisschen klar Schiff zu machen. Es hat sich schon viel angesammelt, es ist relativ unordentlich. Das möchte ich dann erledigen und gleichzeitig dann auch die 2 Tätigkeiten, die ich auf jeden Fall noch machen möchte, nämlich einmal die Bettwäsche bei uns, also die Matratze, nass saugen. Und das zweite ist, ja, es sieht überall ganz wild aus, da müssen wir einfach, muss ich ein bisschen aufräumen, vielleicht hilft mir Quinn dabei. Ja, unsere Dusche, da möchte ich mich ja noch kurz den Fugen widmen und ja, diesen Vormittag, den werde ich dann vielleicht noch dem Hausputz widmen und am Nachmittag haben wir dann Pläne und morgen wollen wir einen Ausflug machen, morgen soll auch das Wetter besser sein. Ja, heute noch einmal sozusagen ran an die To-Do-Liste und hoffentlich ist dann viel geschafft und ich bin dann zufrieden. Ja, und was ich nämlich dann auch immer mache, ist, ich blocke mir dann 1 oder 2 Vormittage eben, um das alles zu erledigen.
Ich streiche es nicht ganz weg. Alles, was ich nicht geschafft habe, das kommt auf eine andere Liste, die ich dann aber ganz lange nicht mehr anschaue, sondern erst in ein, zwei Monaten wieder, damit ich nicht das Gefühl habe, es ist noch irgendwas unerledigt. Also das reicht mir dann für die erste Instanz und dann irgendwann komme ich dann wieder darauf zurück, aber mit Pause. Ja, das wollte ich schon immer mal ausprobieren, wie das ist, mit der Matratze zu saugen. Ich bin relativ froh, dass es sich in Grenzen hält mit dem Staub da drin. Da hat man das Gefühl, man schläft doch in einem sauberen Bett halbwegs. Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, das hinten wieder zu machen. Man hat ja gesehen, ein bisschen was der Staub kommt schon raus. Das hat auf jeden Fall mich schon immer mal interessiert. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Das war nie so dringend. Deswegen, ja, ohne dass ich es mir jetzt vorgenommen hätte, jetzt, da hätte ich wahrscheinlich das nie gemacht. Und ja, es war eine Sache von 10 Minuten. Also, hat sich ausgezahlt. Dann habe ich noch schnell einmal die Wäsche abgehängt, die da in der Gegend rumstand. Ich wollte nämlich dann noch den Mischroboter starten, damit er dann nicht da drüber fährt und hängen bleibt. Habe ich das auch noch verräumt schnell. Und die beiden Kleinen, die haben bei uns die Zimmer im Obergeschoss, also Timon, er ist 4 und Quinn, der 1-Jährige. Und die zwei Zimmer haben wir dann auch schnell aufgeräumt. Das ist, bei uns ist das Wochenende sowieso, da versuchen wir die Kinderzimmer ein bisschen aufzuräumen, die Bettwäsche dort zu wechseln und so weiter. Das sind die Tage, wo wir am ehesten noch Zeit dafür haben. Und dann haben die Kinder gebadet, das ist in die Badewanne gegangen. Ich habe den Moment genutzt und schnell noch das Waschbecken geputzt. Und dann wollte ich auch noch eben, wie gesagt, unseren Wischroboter im Obergeschoss fahren lassen. Die Kinder baden und ich wollte ja noch meine Dusche machen. Also vor kurzem habe ich da schon die Fugen am Boden und die Silikonfugen neu gemacht. Und hier, ja, die hat einfach ein gewisses Alter und die bröckeln auch schon teilweise hier in der Wand. Also die sind dann schon ganz uneben und ja, haben so richtige Rillen hier und ja, die möchte ich dann auffüllen. Ich habe dazu sowas gekauft, damit habe ich dann auch schon den Boden im Vorzimmer bearbeitet, ein bisschen was ist noch übrig. Ich glaube, das muss ich sowieso jetzt bald verbrauchen, sonst trocknet es langsam ein. Also es steht zwar schnell und einfach drauf, aber es ist gar nicht so einfach. Also das erste Mal für den Boden hinten, da habe ich glaube ich 2 Stunden dafür gebraucht. Man muss nämlich, was der Trick ist, man muss gleich nur eine Fuge machen und dann gleich ganz vorsichtig nachputzen. Trocknet das auch, man muss dann so fest schrubben, dass man dann das Innere der Fuge gleich mit entfernt. Und zwar, ich glaube, ich habe das irgendwie 2-mal hintereinander fast gemacht. Auf jeden Fall denke ich jetzt schneller gehen und ich hoffe, das kriege ich noch geschafft, bevor es dann zum Mittagessen machen geht. Beim zweiten Mal ging es wirklich mit der richtigen Technik, ging es wirklich besser. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wirklich unsere Bäder rundum erneuert. Die ganzen Fugen und Silikonfugen in den Duschen oben, unten und in den Badewannen auch. Das liegt einfach daran, unser Haus ist jetzt 25 Jahre alt und ich denke, das ist einfach die Zeit, wo dann das Ganze eben fällig wird, diese Erhaltungsarbeiten. Aber ich hoffe, dass die dann uns dann noch weiter gute, viele Jahre Dienste leisten, eben unsere Bäder. Die Fugen, die ziehe ich dann mit so einem Silikonglattzieher dann gleich nach und den Rest entferne ich mit einem Tuch. Das sieht dann wieder aus wie neu und ist eben auch wieder wasserabweisend vollständig. Während dann die Kinder noch fertig gebadet haben, war unser kleiner Mischroboter fleißig am Werk. Ich stelle möglichst viel hoch, damit er auch wirklich alles gründlich reinigen kann. Und dann gebe ich dann die Möbel auch wieder an ihren Platz. Also soweit ist alles gemacht. Wir haben gegessen. Und Quinn geht dann gleich schlafen. Die Hauptpunkte habe ich erledigt, eben das Bett und die Dusche. Und in der Zwischenzeit hat auch der Wischroboter gewischt. Das heißt, es ist überall ein bisschen ordentlich und auch die
Böden sind sauber. Das Einzige, was ich dann wieder nicht geschafft habe, wieder mal von meiner To-Do-Liste, die kommt dann auf irgendeine spätere, ist eine Lampe für diese Glühbirne hier finden. Und das ist gar nicht so einfach. Also wir haben zwar eine im Keller, aber die da zu montieren, also da kann ja auch eine schlecht eine Leiter hinstellen, wegen der Treppe und so weiter. Und ja, ich wollte das mit meinem Mann vielleicht machen, haben wir das nicht geschafft, ist nicht so wichtig. Die hängt da schon so ohne Fassung, seit wir da eingezogen sind ins Haus. Ist wohl nicht so wichtig, vielleicht irgendwann kommen wir dazu, vielleicht im Winter. Aber fürs Erste bin ich zufrieden und ja, dann genießen wir dann den Nachmittag. Ich möchte mich dann von euch verabschieden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.